Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video. Wir werden heute wieder gemeinsam einen neuen Simulator testen. Den eigentlichen Simulator können wir allerdings noch gar nicht testen. Der wird nämlich erst Mitte Juli veröffentlicht. Es geht um den Thief Simulator 2. Den ersten Teil habe ich mit großer Begeisterung gespielt und freue mich deswegen umso mehr, jetzt in den zweiten so ein bisschen reinschauen zu können. Denn es gibt seit Anfang Mai einen kostenlosen Prolog auf Steam. Den gucken wir uns heute zusammen an. Schreibt mir unbedingt eure Gedanken dazu in die Kommentare. Und dann sage ich jetzt ganz viel Spaß beim Video. Da sind wir also im Prolog vom Thief Simulator 2 Thief. Oh, das ist ein schwieriges Wort, finde ich immer wieder zum Aussprechen. Das, was man jetzt nicht sieht, weil es genau hinter meiner Facecam ist. Aber ich lese es mal trotzdem vor. Das vollständige Spiel wird dann zusätzlich noch enthalten. Alle Häuser sind freigeschaltet. Neue, reichere Nachbarschaft. Schlagstöcke und Schlafgas. Fähigkeiten, Menschen auszuschalten. Lieferwagen kaufen. Mehr als 6 Autos zum Stehlen. 2 Überfälle mit einzigartigen Schauplätzen. Ein viel längerer Story-Modus. Ein freier Modus ohne Story. Über 15 Fähigkeiten, die man freischalten kann und Bestenlisten. Ich habe vorher auch einen Trailer gesehen und bin sehr begeistert, gerade von solchen Möglichkeiten, so Schlafgas einzusetzen, dass die Leute im Haus dann halt alle schlafen, dass man Leute jetzt auch niederstrecken kann. Niederstrecken, das klingt irgendwie böse, ne? Aber ausschalten kann und so. Das sind nämlich genau die Sachen, die mir im ersten Teil von Thief Simulator so ein bisschen gefehlt haben. Ich bin sehr gespannt. Ich würde sagen, wir starten rein. Neues Spiel starten. Möchtest du wirklich ein neues Spiel starten? Ja, ich bin mir sicher. 2 Tage vorher. 2 Tage vorher vor was? Okay, überprüfe die Ansicht der Sicherheitskamera. Kann mich scheinbar nicht nach vorne bewegen. Ha. Wie kann ich denn laufen? Achso, wir müssen erstmal antworten. Mein Standort ist aufgeflogen. Oh shit! Oh, haben die Waffen in der Hand? Er ist im Haus. Er ist im Haus. Ach du Heilige. Sieht er mich hier? Oh, als wenn er mich hier nicht sieht! Die Frage ist, was muss ich tun eigentlich gerade? Hol deine Sachen leise aus dem Schuppen. Ach, durchs Fenster. Aber das war nicht so gut, dass ich die Tür aufgemacht habe. Ach du Scheiße, das geht ja hier... Die Pfeile sind aber geil. Einfach so Pfeile, die den Weg weisen. C ist Crouch. Das ist aber ein bisschen süß, wie es hier beigebracht wurde, dass das so an den Wänden steht und so. Also wer den ersten Teil gespielt hat, der, dem wird das hier relativ bekannt vorkommen. Weil das schon sehr ähnlich aussieht. Also so rein optisch sieht es sehr ähnlich aus. Für eine Grafik ist es ein bisschen besser geworden. Aber rein optisch ist es schon recht ähnlich. So, komme ich an dem da vorne aber vorbei? Aber ja. Eine Taschenlampe. Eine Brechstange. Okay, das sind die typischen Sachen, die man immer so findet. Macht das Licht aus. Du Heilige, der war genau neben mir. Also, die sind aber auch ein bisschen dumm, oder? Fängt das Spiel an mit IQ-1-Gegnern und der IQ wird dann immer höher. Also, die sind aber wirklich ein bisschen selten dämlich, wenn die hier neben mir stehen. Ach, hier ist ja noch was. Schlüssel zum Hintertor. Ah, Flucht durch das Hintertor. Check the backyard. Oh, shit. Ein bisschen Angst. Oh shit. Ich kann nicht schon jetzt scheitern. Kann der bitte in die andere Richtung zurücklaufen? Bitte, 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 geh zurück, geh zurück. Scheiße. Scheiße. Oh no, bitte sieh mich nicht, bitte sieh mich nicht. Du siehst mich nicht, du siehst mich nicht, du siehst mich nicht. Okay, tschüss. Oh Gott, ich bin so aufgeregt. Das Spiel ist richtiger Nervenkitzel. Also es war schon im ersten Teil so, dass die Gegner Routinen haben. Wahrscheinlich war das jetzt eine Änderung der Routine, dass er jetzt halt im hinteren Bereich ist. Ich befürchte halt...
Oh mein Gott, ich glaube, es war richtig knapp. Bin so aufgeregt. Wir laufen jetzt nicht in meine Richtung. Wenn er jetzt in meine Richtung läuft, weine ich. Wo soll ich hinlaufen? Ach, da, zu meinem Auto wahrscheinlich. Lass mich rein! Yes! Madison Street! Hunde! Oh, es gibt Hunde auch! Oh, auch das habe ich im ersten Teil gesagt. Hunde wären auch noch sehr, sehr, sehr cool. Tiere mit dem Leckerbissen wegzulocken. Oh, geil. Ich glaube wirklich, jetzt im zweiten Teil sind alle Sachen drin, die ich mir immer gewünscht habe im ersten Teil, die mir ein bisschen gefehlt haben. Okay, es gefällt mir jetzt schon. Ich war wirklich vom ersten Teil ein Riesenfan. Es gefällt mir jetzt schon extrem gut. Wenn du jemals in Schwierigkeiten steckst, weißt du, wo du mich findest. Wahrscheinlich in der Madison Street 102. Das bin ich? Okay. It's me. Hi. So, also, da ist eine Security Cam. Finde deinen Freund. Okay, easy. Okay. Wir stecken uns schon mal ein paar Sachen ein, würde ich sagen. Besser haben als brauchen. Boah, das Öffnen dauert auf jeden Fall länger als im ersten Teil. Ein bisschen langsamer hier. Oh, nice. Was ist das? Oh. Aber nichts, was ich einsammeln kann. Taschenrechner. Boah, was Cooleres gehofft. So, Gemälde ist wieder. Ich sehe dich. Ist ja gar nicht creepy. Man kann sich jetzt auch unterm Bett verstecken, offensichtlich. Okay. Was wir hier noch so finden? Ich glaube, das war's, oder? Geht die nach draußen? Ach nee, ins Bad. Gibt's hier noch irgendwas Schönes? Wer hat denn die Jeans da so im Bad liegen? Oh, Head and Shoulders. So sieht es auf jeden Fall aus von der Form her. Okay. Ich glaube, wir haben alles. Ach, hier haben wir noch nicht aufgemacht. Oh. Money. Immer gut. Radios, auch gut. Okay. Die können wir auch noch alle aufmachen. Oh, Rucksack ist voll. Shit. Wir können also nicht alles mitnehmen, was es hier so gibt. Noch irgendwas Gutes? Ein Topf? Topf können wir noch mitnehmen. Nice. Bratpfanne haben wir keinen Platz mehr. Wein haben wir auch keinen Platz mehr. Schade. Gemälde nehmen wir noch. Ich bin noch nicht ganz raus, wann ich das Gemälde ablegen kann. Scheint hier aber auch gerade noch niemanden zu interessieren, dass ich hier was klaue. Das ist doch sehr gut. Habe ich keinen Kofferraum? Ah! Okay, eine Rückbank aber. Perfekt. Ach so. Ach, das ist jetzt die Kameraansicht. Okay, jetzt gibt es eine Außenansicht. Wo muss ich denn hin? Nimm, was du kannst und verlass die Stadt.
Okay. Boah. Versteck. Polizeipatrouillen. Wenn die Polizei zu oft angerufen wird und du es schaffst, ihnen zu entkommen, werden sie später in der Gegend nach dir suchen. Reiße die Poster mit deinem Foto ab, um die Suche zu stoppen. Cool. Auch nochmal sehr viel detaillierter. Oh, es gefällt mir. Ich hab jetzt schon wieder richtig Bock auf das Game. Du bist aufgestiegen. Nice. Diebesrating A. Sonderpunkte keine. Schade. This place should be safe for now. Before we deal with the whole mafia situation, I need one thing done, okay? We'll be quick, I promise. Check the computer. Wenn den Computer machen wir. Ach so, das ist zum Hacken. Welchen Computer denn? Welchen Computer soll ich denn benutzen? Ach so, das ist mein Schrank, okay. Okay, hier liegen coole Sachen. Welchen? Ich kann den doch noch gar nicht benutzen. Verwende den Computer. Aber welchen Computer? Oder muss ich Fähigkeiten vergeben? Hören verringert den Hörbereich der Menschen um 1 Meter. Lauf viel schneller. Cool. Markiere die Mieter, indem du sie direkt anschaust und ihre Routine kennenlernst. Such die Kameras. Das ist cool. Aber ich frage mich jetzt gerade, kann ich Hacken denn schon lernen? Schloss knacken. Beweglichkeit. Hören und Läufer. Was ist das hier? Ich stehe mal wieder auf dem Schlauch. Kann das sein eigentlich? Ich lerne mal gerade lieber noch nichts. Nicht, dass ich jetzt hier einen Punkt ausgebe. Oh, bestimmt kann man auch verschiedene Outfits haben, wenn hier so eine Puppe steht. Ach so. Ah, man sollte vielleicht auch auf Markierungen achten. Ich finde es übrigens cozy hier mit dem Bettchen und so. Das ist auf jeden Fall sehr viel hübscher gestaltet jetzt die Räume, als sie es noch im ersten Teil waren. Ja. Das macht natürlich Sinn, man sollte auch darauf achten. If we want to survive, I will clue you on my plan later. But here's steel gear. All sorts of useful tools can be bought here. On RockTips you can buy information about houses, loot locations, security systems, tenant routines, etc. Gather all info about 102, free of charge. Das kennen wir auch schon aus dem ersten Teil. Also 102 können wir alles kostenlos kaufen, das ist super. Also Informationen über die Sicherheiten. Hinter dem Haus ist ein kaputter Zaun. Okay, Informationen über Sicherheit nochmal. Das Badezimmerfenster ist offen. Und Sicherheitssystem. Das Haus bleibt leer. Das ist ja easy peasy. Angaben zur Beute. Alarm an einer Schublade im Schlafzimmer. Oh, okay. Alarm an einer Schublade im Schlafzimmer. Good to know. Das müssen wir uns merken. So, haben wir hier irgendwas? Bratpfanne und Teekanne. Nice. Können wir direkt schicken. Haben wir noch was? Nee. Nee. Nur eine Vase. Okay. Gut. You'll need more experience before we break into 103. Accept the first task and get off the PC. Ja, warum wollen wir auch in 103 rein? Wir wollen doch jetzt erstmal in 102 akzeptieren. Easy, okay. When you steal things and complete jobs, you get experience. With enough experience, you can learn new skills, such as lockpicking. We'll need that to get into 103. Hm. I'll explain later. Ah, das erkläre ich mir später, okay. Complete the job you just accepted. Should be rather easy. Also, you could use some help from my friend. She can carry heavy things to your car and stuff like that. Just use the phone to call her up. Okay, wir können also noch jemanden anrufen, der uns beim Tragen hilft. Auch cool. Ja, dann machen wir uns mal auf den Weg, würde ich sagen. Wo ist der Ausgang? Hier. Ach so, das Bild muss hier noch raus irgendwie. Ach so, kann ich zum Pfandleiher? Warte mal, ich muss mal... Kann ich zum Pfandleiher fahren? Pfandhaus. Verkaufen wir erstmal den ganzen Bums, den wir hier gerade geklaut haben. Ergattert haben. Das ist ein gutes Wort. So, Moment. Gib mir das Bild. Wenn das jetzt nicht viel wert ist, bin ich sauer. Guten Tag. Ja, Gemälde. Dreiecke. 120. Ja, ist doch in Ordnung. Ja, ich verkaufe alles, ne? 15 für einen Wein, 40 für einen Wecker. Ja, gesucht bei Black Bay, aber davon brauchen wir ja noch so viele. Ich glaube, das ist jetzt für den Test erstmal nicht so wichtig. Ich fände tatsächlich mal relativ... Junge, der ist aber ganz schön schon niederge... Also schon ganz schön... Der hat schon gelebt, sieht man in seinem Leben, in seinem Gesicht. Gottes Willen. Mich würde mal interessieren, ob man quasi, wenn wir jetzt den Prolog spielen, ob wir diesen Fortschritt mitnehmen, wenn wir dann das Spiel halt wirklich starten oder ob wir den, oder ob wir in jedem Fall nochmal neu starten müssen. Diese Bücher findest du in Häusern. Wenn du sie findest, erhältst du einen Fähigkeitspunkt. Oh, das ist cool. Boah, die Steuerung der Autos ist auf jeden Fall tricky.
So, hier haben wir jetzt 102. Bin ich nicht genau hier gerade ins Auto gestiegen? Ja, ich habe ja den Schlüssel. Hier waren wir doch gerade. Ach so, ein paar Dinge zerschlagen. Oh, wie rüste ich denn mein... Ah. Okay. Q ist Schnellauswahl. Ah ja, good to know. Mission... Oh, Polizei wurde alarmiert. Oh shit. Oh shit. Nicht gut. Ich hätte vielleicht in mein Auto. Flucht oder Versteck? Hallo, ich möchte meine Hände bitte keilen. Kann ich bitte dieses Brecheisen wegmachen? Ist hier ein Versteck irgendwo? Ah, oder sie bleiben da hinten nur in ihrem Kreis. Entkommen der Polizei. Gar kein Problem. Wir spazieren hier einfach lang. Good. You're safe. Sehr gut. Sixth Thief's skill is to put together people's routines. You gotta learn that. Okay. Lerne die Fähigkeit markieren. Fähigkeiten. Welches ist markieren? Ach, das hier wahrscheinlich, ne? Markierung. Ja, wichtig. Gelernt. Good, good. Time to find out when our friend from 103 goes on his daily shopping. Go near his house to a marked spot, preferably around 5 in the morning. Toll, es ist gerade um 6. Ja, aber war ich hier nicht schon drin? Ich bin doch schon über das Haus drüber gegangen. Oder bin ich gerade lost? Oder war das das andere Haus? Ich bin doch hier genau schon rüber geklettert. Aber wahrscheinlich war es dann die 102, ne? Okay, it seems he leaves at 7. You can always check your journal to view all hints, missions and routines. For now, you gotta learn to lockpick basic locks. If you don't have the experience, steal some more from 102. There's a test lock in your hideout I want you to try out. Schlösser knacken Stufe 1 und kauf dir ein einfaches Einbrecherset. Also muss ich jetzt erstmal wieder nach Hause. Habe ich noch einen Fähigkeitenpunkt? Nee. Ich brauche noch Erfahrung. Die Frage ist, kann ich jetzt überhaupt noch was klauen? Ach, das Bild ist wieder da. Ach, ist etwa alles wieder da zum Klauen? Das ist einfach alles wieder da? Chillig. Okay, dann klauen wir einfach doppelt. Eine Minute, 37 Sekunden später. Das ist kein Platz mehr im Rucksack. Na gut, okay, aber ich glaube, das reicht auch. Ich glaube, das reicht. So, dann fahren wir jetzt mal schnell hier raus und wieder schnell zum Upsi. Oh, Reparaturkosten 10? Ach du Scheiße, okay. Man muss also Reparaturkosten. Ich habe das Bild nicht mitgenommen. Oh, ich bin so dumm. Ach, ich habe das Bild nicht mitgenommen. Ich Idiot. Ja, das war leider ein bisschen blöd. Okay, aber nice. Wir haben eine weitere Stufe erreicht. Das ist cool. Wir verkaufen kurz unseren Stuff. Julio. Dann Fähigkeiten, Schlösser knacken. Zack, haben wir gelernt. Müssen wir kurz nach Hause gehen und uns so ein Schlossknacker-Ding kaufen. Wenn du Mieter in einem bestimmten Haus alarmierst. Oh, jetzt konnte ich es nicht zu Ende lesen. Shit. Okay, kaufe ein einfaches Einbrecher-Set. Das konnten wir am PC. Moment, wo war der? Hier. Steel Gear. Einfaches Einbrecher-Set. Zack. Haben wir. Öffne ein Übungsschloss zu Hause. Kein Problem. So, was muss ich machen?
War das jetzt gut? Nicht ganz, Break into 103 and find the parcel code. Paketcode. Delivery that might help us solve our mafia issue. Have some faith, get it done. Okay. One more thing. If you run out of lockpicks, you don't have to run back home. Just use QuickBuy on your phone. All the parcel codes are also stored on it. Good luck. Was? Wenn dir die Dietrich ausgehen, kannst du nicht nach Hause laufen? What? Ja, wir legen es einfach mal drauf an, würde ich sagen. Auf geht's. Er geht gerade. Tschüss. Ist klug, so weit wegzustehen? Nö, wir stellen uns mal hier direkt davor. Er geht halt gerade und wir parken hier einfach so direkt davor. So. Okay, ist die Frage, gibt's hier Security-Stuff und so? Easy-Schlösser. Oh mein Gott, das sieht ja schon einiges besser aus hier. Ah ja, ja, ich habe Angst, nicht alles. Okay. Paketcodes muss ich finden. Wie sehen Paketcodes aus? Oh, wir haben den Strom ausgemacht. Was ist das? Weiß ich nicht. Ich glaube, da war ja eigentlich ein Alarm dran. Aber vielleicht, weil ich den Strom jetzt ausgemacht habe. Ich habe dir ein paar Notizen über ihre Lagereinheiten geschickt, Koordinaten und alle Namen von Sachen, die sie darin gelagert haben. Denk daran, dass es eine brutale Mafia ist. Wir können nicht erwischt werden. Wir müssen das richtig planen. Hol dir das Paket so schnell wie möglich. Code 16161. Okay, wir haben also, was wir gebraucht haben. Aber jetzt gucken wir natürlich noch, ob wir hier noch was... was wir hier noch so mitgehen lassen können. Junge, Mathematiker hier oder was? Wie lange ist er... Wir wissen nichts über seine Routine tatsächlich. Kann schon sein, dass er jeden Moment wiederkommt. Oh, das ist nicht gut. Ich glaube, ich ziehe lieber schnell durch. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Steig ein. Oh mein Gott. Fahr, fahr, fahr. Fahr, fahr, fahr. Muss ich hier nur noch rauskommen? Der ist schnell nach Hause gekommen, aber ist alles gut, glaube ich. Alles gut. Easy, glaube ich zumindest. Wir sollten ja eigentlich nur diesen Code da finden. Und den haben wir doch gefunden. War doch alles gut, glaube ich. An B, ja, ist okay. War halt nicht so gut. Aber wir haben noch ein bisschen was mitgenommen. Ist doch supi. Stufe, sind wir in eine Stufe aufgestiegen. Das ist doch tipptopp. Hol dir das Paket aus dem Paketschließfach. Welches Paketschließfach denn? Wo ist denn das Paketschließfach? Habe ich das? Notizen. War das die 103? Projektor in einer Schublade im Schlafzimmer. Ja, den haben wir bekommen. Jetzt ist aber die Frage, was ist gerade meine Aufgabe? Welches Paketschließfach? Wo finde ich denn das Paketschließfach? Shit, ich hätte dem, glaube ich, besser zuhören müssen. Welches Paketschließfach? Hier? Ich weiß gerade nicht so recht, wo ich hin muss. Ach, eigentlich ja bei dem Ausrufezeichen. Gibt es eine größere Map? Ich kann so rauszoomen, aber... Moment, wird der Diamant mir irgendwo angezeigt auf der... Ich glaube nicht, ne? Wo ist der Diamant? Welches Paketschließfach? Steck? War das beim Versteck der Diamant und ich war blind? Regen ermöglicht es dir leichter zu schleichen. Das ist gut. Dann muss es ja eigentlich hier irgendwo sein. Gibt es hier irgendwo... Vielleicht muss ich hier noch ein bisschen rumfahren. Eine Ewigkeit später. Was ist das S auf der Karte? Hier rechts. Ach, hier. Oh. Ich hab's gefunden.
16161. Schwarzes Paket. Oh Gott. Send the package to me via Black Bay. There are things in it that will make the Mafia happy, so I'll slap your name over it. I know you don't want to work with them, but you already did back in the day. And that's the only way you're getting alive out of this. You have to gain some trust back. Habe ich nicht die Mafia um $500,000 beklaut? Ist das so gut, da jetzt meinen Namen ins Spiel zu bringen? Ich bin mir unsicher an dieser Stelle. Wenn das Paket zu Hause bei Black Bay. Okay, dann fahren wir jetzt nach Hause. Ups. Oh, bitte nicht reparieren. Oh Gott. Ich muss mir dringend merken, dass es jetzt Reparaturkosten für Unfälle gibt. Dafür krieg ich ein C. Warum kriege ich dafür jetzt aber ein C, bitte? Ich habe alles gemacht, was ich machen sollte. Es war ja wohl super. Black Bay. Sonstige. Schwarzes Paket. Zack. Great, but that might not be enough. We have to make them think you're serious about this and that you're regretful about your theft and you're going to do whatever it takes to erase your debt. Either that or getting captured and gefoltert direkt Hilfe. We need to steal containing rival mafia's information. But first, you need to learn to pickpocket. Try the mannequin at your hideout. If you don't have the experience. Schaufensterpuppe. Taschendiebstahl und trainiere ein wenig am Mannequin. Okay, Taschendiebstahl lernen. Welches ist das? Das hier? Taschendieb. Bestehle jede Person und finde heraus, was sie in ihren Jeans verstecken. Oha, das ist auch neu. Das gab es auch vorher noch nicht. Was muss ich denn machen? Bewegen Sie Mauszeiger über den grünen Balken. Hä? Wie bewege ich denn den Mauszeiger? Hä? Ich verstehe es nicht. Ich muss gedrückt halten, Junge. Jetzt verstehe ich es erst. Ah. Ausverstanden. 110 und bestehle die Mieter. Holy shit, die, wenn die da sind? 10, break in and pickpocket the guy who lives there. He's got a key to a stash. I'd suggest buying some info on him on RobTips or scouting the area first. You getting caught guarantees disaster for both of us. Ich soll ihn direkt bestehlen? Das ist ja, wie soll ich das denn machen? Holy shit, das wird ja voll schwer. Also ich glaube, ich kaufe ein paar Informationen über ihn. 103. Wie viel wir haben 1256. Ja, kann man ruhig machen, wa? Sicherheitssystem. Also, du kannst über eine Leiter im Hintergarten eintreten. Ja, das haben wir schon gesehen. Im Inneren befindet sich ein Netzschalter, schaltet die Kameras aus. Das ist good to know. Im Garten ist eine Kamera, das wussten wir auch schon. Männlicher Mieter verlässt das Haus um 7 Uhr und kommt um 12 Uhr zurück. Gibt es denn nur einen Mieter oder mehrere? Projektor in einer Schublade im Schlafzimmer. Okay. Männlicher Mieter verlässt das Haus um 7 Uhr, kommt um 12 Uhr zurück. Die Frage ist jetzt... 110 und bestehle die Mieter. Ich bin so dumm. Ich muss zu 110 und jetzt kam ich hier gerade mein ganzes Geld für 103 rausgeballert, wo ich schon war. Boah, das war ja so lost schon wieder, ne? Ah, da reden wir nicht drüber. Boah, da reden wir nicht drüber, wie dumm das war. 110. Also, Badezimmerfenster ist offen. Versteck im Keller. Mieter hat den Schlüssel. Okay. Mieterroutine. Mieter geht um 16 Uhr und kommt um 19 Uhr zurück. Ja, das ist jetzt die Frage, die ich gerade schon stellen wollte. Beklauen wir jetzt ihn direkt? Also muss er zu Hause sein? Das heißt, ich sollte ja wahrscheinlich so kurz, so gegen 15:30 irgendwie reingehen, ihn beklauen, mich dann da drin verstecken oder so, ne? Alter Fernseher im Wohnzimmer. Ja, gut, okay. Oh Gott. Ich habe Angst. Ich habe ein bisschen Angst, tatsächlich. Okay, auf geht's. 110. Wo ist denn die 110? 20 Minuten später. Das hier drüben ist es. Wo ist denn die? Wo sollte ich mich jetzt am besten hinstellen, ist die Frage. Oh, warum leuchtet das hier so hell? Ach du Heilige. Ja, ganz unauffällig. Geht er gerade? Nee, er ist noch zu Hause. So, okay, Küche.
Ich bin mir gerade unsicher, ob ich ihn bestehen muss, wenn er da ist. Ich bin mir gerade wirklich extrem unsicher. Ich meine, ich kann jetzt hier einbrechen. Ich bin mir gerade richtig unsicher. Auf jeden Fall schon mal Cash. Da ist das Versteck. Da muss ich drankommen. Oh mein Gott. Wie beklaue ich ihn? Gut, dass wir den Tipp bekommen haben, dass das Badezimmerfenster offen ist. Ich versuche es jetzt einfach mal an ihn hier ranzugehen. Okay. Okay, wir müssen ihn echt beklauen, wenn er da ist. Holy shit. Geld. Geld. New phone. Aktentasche. So, und jetzt gehen wir wieder. Alter Fernseher im Wohnzimmer. Ich soll einfach im Wohnzimmer einen Fernseher stehlen. Jetzt ist er in der Küche, aber ich glaube, er steht gleich auf. Geld. Frage ist, was macht er danach? Ich glaube, ich gehe lieber. Ich habe Angst. Also das ist schon ein bisschen wild, dass ich ihn angeblich da auf seinem Stühlchen beklaut haben soll. Also das ist jetzt schon wirklich ein bisschen unrealistisch, würde ich behaupten an der Stelle. Als wenn er da einfach auf seinem Stühlchen gehockt hat und nicht mitbekommen hat, dass ich nicht nur in sein Haus eingebrochen bin, sondern ihm auch noch einen Schlüssel aus der Tasche gezogen habe. Das finde ich ein bisschen verrückt. So, Versteck. Aber war easy. Also bisher relativ easy. Ich bin im ersten Teil häufiger geschnappt worden auch mal. Ja, das muss doch ein A geben. Oder ein B? Warum denn nur ein B? Wahrscheinlich, weil ich halt den Fernseher nicht mitgenommen habe, ne? Aber excuse me, ich fand, das war gut. So, wir verschicken die Aktentasche. Tja, der wird sich ärgern, wenn er merkt, dass die weg ist. Ho, ho, ho. So, Aktentasche. Bumm. They'll contact you soon, I believe. We have to wait. In the meantime, I've got a surprise for you, but a surprise you need to steal. Get the cardboard box from 104 and bring it home. Karton von 104 und bring ihn nach Hause. Steh eine Box aus 104, okay. Wissen wir was über 104? Lokaler Schrottplatz. Oh. Uiuiui, okay. Ja, wir gönnen uns ruhig. Also, Sicherheitssystem. Zwei Kameras, eine am vorderen Tor, die andere hinten. Okay. Seitenscheibe ist offen. Alles klar. So, Mieterroutine. Der Arbeiter kommt um 12 und geht um Mitternacht. Ein anderer Arbeiter kommt um 1 und geht um 11. Das heißt, ich habe 2 Stunden am Tag, in denen keiner da ist. Von 11 bis 12 und von 12 bis 1. Beute ist erstmal egal. 103. 103. Ja, wir tryen einfach, würde ich sagen. Beziehungsweise wir gehen schnell nochmal ins Pfandhaus, schnell mal den ganzen Bums verkaufen, den wir hier gerade erbeutet haben. Ach so, das hätte ich eigentlich, das kann man bestimmt später... Ach nee, ist nur beschädigt, aber nicht gesperrt. Stimmt. Man kann das immer entsperren. Okay, so, kann er alles haben. Zack. Dann auf geht's. Ich habe schon wieder die Hausnummer vergessen. Welches ist es? 103? 104? 104. Wie spät haben wir es jetzt gerade? Oh! Oh, 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 in ein paar Sekunden geht der Erste.
Wo ist denn 104? Hier ist 103. Da ist 104. Shit, der erste ist gerade gegangen. Oh mein Gott, die Zeit vergeht halt auch so wahnsinnig schnell. Hat das Haus verlassen. Was ist denn das hier für ein Symbol? Bunsenbrenner oder sowas brauche ich dafür. Okay, ich muss rein. Es kommt jetzt, es kommt gleich jemand. Scheiße. Oh shit, oh shit. Da ist er. Oh no. Die Frage ist, kommt der auch hier rein? Oder kann ich hier jetzt chillen? Oh, da ist noch eine Tür. Hier kommt der doch bestimmt nicht rein. Ins Bad? Wasserkocher am Klo, man kennt's. Scheiße, ich könnte jetzt halt hier warten, bis der wieder geht, um auf Nummer sicher zu gehen. Weil ich weiß halt leider nicht, wo er ist. Ach doch, außerhalb des Hauses ist es. Er ist außerhalb des Hauses. Tja, ist er unten auf der Minimap, dieser Pegel? Ist er das? Weil wenn ja, dann wäre er ja gerade super weit weg. Dann könnte ich ja einfach rausrennen. Die Frage ist nur, ist er das? Oh shit. Oh shit. Ich muss mich verstecken. Nein, wo ist denn der Ausgang? Gab's irgendwo was zum Verstecken? Irgendwo. Bitte sieh mich nicht. Als wenn ich das schaffe, wenn ich hier stehe. Das ist ein Witz. Das ist doch ein Witz. Halt leider die Kiste jetzt. Wo liegt denn die Kiste eigentlich? Da steht immer außerhalb des Hauses bei ihm. Ach so, weil das der ist, der nicht da ist, ne? Er ist unbekannt. Oh, ich bin doof. Ich habe das verwechselt miteinander. Ich dachte, es würde außerhalb des Hauses bedeuten, dass er gerade nicht drin ist. Ja gut, das war natürlich nicht so klug. 6,5 Stunden später. Ruft er die Polizei? Scheiße. Hier ist ein Versteck. Oh mein Gott. So bin ich verborgen? Das ist doch voll auffällig. Also die sind ein bisschen dumm schon in dem Game, ne? Die Gegner. Ehrlich, er findet mich hier nicht? Ich glaub's nicht. Das ist ja ein Witz. Das ist ja wirklich bodenlos. Ich glaube, er zieht gerade durch wieder. Okay. Easy. Scheint sehr einfach zu sein, hier vor der Polizei wegzukommen. Es ist ja easy auf jeden Fall. Gut.
würde halt gern noch seine Routine erfassen, aber ich sehe ihn einfach nicht. Ich weiß nicht, wo ich die... wo ich die Kiste abfallen lassen. Das ist ein bisschen ungünstig. Badezimmer sitzend. Ist er echt auf Klo? Okay. Wo habe ich die Kiste fallen lassen? Ist die Frage. Ach, hier. La la la. Junge, der ist aber lang auf Klo. Wie kriege ich allerdings das durchs Fenster? Ah. Okay. Später haben wir es 8 Uhr. Oh. Zimmer 1, Stuhl. Wie bin ich nochmal hier reingekommen? Durchs Tor, ne? Aber guckt der hier durch? Nö. Nee. Scheiße. Ach nein! Oh Mann, hat er mich jetzt durchs Fenster gesehen? Scheiße. Irgendwo gab's doch... habe ich mir nicht gekauft, dass ich über irgendeine Leiter einsteigen kann? Wo ist diese besagte Leiter? Oh Mann, ey. Ich hätte einfach... ich muss einfach warten bis um 11. Jetzt sind es eh nur noch 2 Stunden. Wenn die Polizei weg ist, dann geht das so schnell. Dann warte ich einfach kurz. Aber auch ein bisschen witzig, dass er mich beim ersten Mal mit Pfefferspray eingesprüht hat und dann schreiend weggerannt ist und ich halt scheinbar nicht in seinem... Feld stand, wo er mich getroffen hat. Es wäre mal interessant, wenn er mich getroffen hätte mit dem Pfefferspray, ob irgendwie mein Bild verschwommen gewesen wäre oder so. Das wäre cool. Die Polizei wird sich doch langsam auch denken, was ist er eigentlich für ein Hansel, der hier dreimal innerhalb von 12 Stunden die Polizei ruft und nie ist jemanden zu finden. Ja, ist wieder fertig. Gut, also jetzt noch eine Stunde, dann geht er. Eine Stunde später. Ist das, Paket noch vorm Haus? Da habe ich es ja liegen lassen. Liegt es da jetzt noch? Ah nee, er hat mich gehört. Liegt hier noch. Er hat mich, glaube ich, gehört. Darf also nicht. Ja, ich darf nicht laut laufen. Boah, wie langsam ich laufe mit diesem Paket. Zack. Zack. Fertig. Hammer. Und wir haben sogar noch ein paar Sachen abgegriffen. Das war gut, glaube ich. Wir haben sogar da einen Computer und so. Ey, wir haben also einen Monitor. Wir haben richtig gute Sachen, glaube ich. Wenn du das Gefühl hast, dass du feststeckst, gehe nach Hause und durchsuche das Internet nach verschiedenen Jobs. Vielleicht braucht jemand... Ah, shit. Liebesrating B. Ja, gut, ich wurde halt auch wirklich... Also dreimal Polizei ist schon auch ordentlich viel. Öffne die Box. Ui. Wie komme ich denn an die Box? Ach, ich hab's ja im Auto. Oh, ich bin so verloren. Meine Güte, wie kann man denn so verloren sein? Oh Gott. Ey. Ich zweifle manchmal so an mir selber. Ich glaube, wenn ich dieses Video danach sehe, denke ich mir auch so, sag mal, bist du eigentlich völlig bescheuert? Aber ja, was soll ich sagen? Messer, so.
Was muss ich jetzt machen? Okay, das ist ein bisschen witzig. Oh! Eine Drohne? Thank you for playing the prologue. The full game will feature more... Much more content missions, tools, new location, hacks, etc. If you like the prologue, you can wishlist Thief Simulator 2 here. Wir sind durch mit dem Prolog. Oh nein! Ich dachte, scheiße, was ein Spoiler mit der Drohne. Das ist ja richtiger Spoiler. Warte auf das komplette Spiel, steht oben. Wir haben den ersten Eindruck bekommen und ich ziehe dann jetzt auch gleich nochmal mein Fazit darüber. Das war dann also der Prolog zum Thief Simulator 2. Ich muss sagen, als Fan des ersten Teils habe ich mir den Prolog so ein kleines bisschen länger erhofft, aber aus realistischer Sicht betrachtet, war das schon in Ordnung, um den ersten Eindruck zu kriegen. Ich bin, also ja, wie schon gesagt, grafisch hat sich das Ganze nicht wirklich weiterentwickelt. Es ist ein bisschen detaillierter geworden, habe ich das Gefühl. Also gerade so die Wohnhäuser und so sind alle so ein bisschen schöner gemacht, sodass es auf jeden Fall mehr Spaß macht, das anzugucken. Am Ende bleibt es halt eine Simulation und wir kennen es, Simulatoren sind einfach super oft grafisch nicht das Gelbe vom Ei. Aber das ist auch in Ordnung. Ich finde, das braucht es auch nicht unbedingt, das Game. Davon lebt es nicht. Wie schon gesagt, wurden super viele Sachen tatsächlich umgesetzt, die ich am Teil 1 kritisiert habe, beziehungsweise mir gewünscht habe. Sowas wie Hunde, dass man jemanden niederschlagen kann. Der Diebstahl ist cool. Das mit dem Schlafgas ist cool. Also ich glaube, es gibt so viele neue Möglichkeiten. Das ist richtig, richtig geil. Und meine Vorfreude ist definitiv geweckt. Also ich werde das Spiel mir zu 1000% holen. Ich werde das dann übrigens live in meinem Stream spielen. Das heißt, wenn es dich interessiert, wie es weitergeht in dem Spiel, beziehungsweise ja, wie die Story weitergeht und auch was man alles für Möglichkeiten hat, dann würde ich mich sehr, sehr freuen, wenn ich dich in meinem Twitch-Livestream sehe. Verlinkt ist dir auch unten in der Videobeschreibung, da kannst du vorbeischauen. Und ja, ich bin auf jeden Fall sehr positiv überrascht. Was heißt überrascht? Eigentlich gar nicht überrascht. Ich habe erwartet, dass das positiv wird. Und ich freue mich riesig auf den Full Release vom Game dann im Juli. Wenn dir das Video gefallen hat, würde ich mich auch sehr freuen, wenn du einen Daumen nach oben da lässt. Schreib mir gerne deine Gedanken in die Kommentare. Was hältst du vom Spiel? Ist es was für dich? Guckst du es dir gerne an? Oder. Darüber würde ich mich ebenfalls sehr freuen. Und dann sage ich einfach mal bis zum nächsten YouTube-Video.